Also das habe ich auch noch nie gehört, muss ich sagen. Das ist wirklich eine eigene Sprache. So, der erste Begriff wäre Abrobbe. Was? Abrobbe. Abrobbe. Abrollen. Abrobbe, wie sagt man das? Abroppen, wenn man irgendwas abreißt. Genau. Ja? Ja, ist richtig. Stark. Die Bagage. Bagage, das ist, wie sagt man, Sippschaft, sowas, oder? Ja. Oder so ein... Ähnlich? Die Freunde, so, ihr und euer Bagage. Ja, ist zwar nicht das Wort, was ich suche, aber könnte man gelten lassen. Gesindel. Äschern. Äschern. Nee, Äschern. Was? Äschern. Äschern. Äschern, Aschen. Aschen mit der Zigarette, Aschen, irgendwas. Äschern. Zigarette, Aschen, ne? Na, oder gar nicht? Nee, also wenn du gegen mich verlierst. Ja. Äschern, ich ärgere mich. Genau. Äschern. Ja. Hat dich geäschert. Dachkennel. Dachkennel. Mhm. Das ist der, ja, im Haus, beim Dach, ne? Ja. Dachkennel, ganz normal. Oder wie heißt das auf Deutsch? Hochdeutsch. Auf Hochdeutsch? Ja, das möchte ich wissen. Die Regenrinne. Ja, geht doch. Bips. Oh. Bips. Oder Bibbes, könnte man auch sagen. Bibbes, Bobbes. Bibbes. Hintern. Nee. Bobbes. Was hast du gesagt? Was noch? Bips oder... wir sagen auch Bibbes. Bibbes. Der Bibbes. Bibbes. Hast du eine Bibbes? Ja. Hast du eine Bibbes? Bist du krank? Richtig, echt? Erkältung, ja. Bibbes. Ebe. Eben, also gerade. Ja, richtig, richtig. Gusch. Halt die Gusch. Gusch, ähnlich. Mund. Richtig. Die Gusch. Ja. Garstich. Garstich. Mach dich ab, oder? Nee, ist ein Wort, Garstich. Garstich. Ach so, okay, ja, sauer, oder Garstich ist... Ja, richtig, ja, ja? Kann man so stehen, unfreundlich. Ja. Garstig. Der Lappe. Der Lappe, ja, Lappen, könnt... Ja. Knärstje. Knärstje? Boah, da hätte ich auch keine Ahnung. Knärstje. Da muss ich sagen, wäre ich auch groß. Knärstje. Das habe ich auch noch nie gehört. Knärstje? Ja. Versuch mal was herzuleiten, irgendwas. Knärstje. Ist das vielleicht, also macht man das oder ist das ein Gegenstand? Das ist ein Gegenstand. Das ist ein Gegenstand. Knärstje. Oder Knärstje. Ja. Knärstje von Käfig, jo. Das Knärstje. Das Knärstje. Das Knärstje. Knärstje. Ist kein Körperteil oder sowas? Nee, ist ein Gegenstand. Körper, ja, es hat was mit der Ernährung zu tun. Ah, das ist ein Messer, nee, Kneipchen. Nee, so. Das sagt bestimmt deine Mutter immer zu dir, wenn sie dich zum Frühstück ruft. Knärstje? Mhm. Knärstje? Hier, da ist noch das Knärstje übrig, da isst es man noch. Ah, das ist das Endstück vom Brot. Ja, ah, okay. Jetzt haben wir es doch. Also das habe ich auch noch nie gehört, muss ich sagen. Die Pratze. Hand. Richtig. Ja? Ja. Also ich bin schon eingehässig, glaube ich. Das letzte, das würde ich tatsächlich, hätte ich es anders wahrscheinlich übersetzt, aber schauen wir, was du sagst. Strunze. Strunze? Das ist Pinkeln. Hätte ich auch gedacht, aber ist es nicht. Ist es nicht? Nee. Also laut unseren Hessen-Experten. Strunze. Man macht's ja, schätze ich mal, oder? Das ist eine Tätigkeit. Richtig. Kommt es denn dem nahe, was ich da eben gesagt habe? Nee. Strunze. Streunern so irgendwie oder sowas? Ja, ist schon... So rumlungern. Ja, ist nicht verkehrt, ja. Rumlungern ist... Streunern ist noch eher als rumlungern. Also. Streunern ist noch eher Strunze. Nix tun. So. Nee. Faulenzen. Wir gehen mal runde Strunze. Schlafen. Nee. Wenn du zu lange zu Hause drin bist, weißt du, dann hast du immer Bock, eine Runde Strunze zu gehen. Spazieren? Ja, rausgehen. Okay. Da muss ich dir helfen, jetzt habe ich gemerkt. Ja. Ja, sehr gut. Perfekt.